Das Rettungsschiff Alan Kurdi hat 40 Migranten aufgenommen und darf nicht in Italien anlegen. Innenminister Matteo Salvini hat dem deutschen Rettungsschiff ausdrücklich ein Einfahrts- und Durchfahrtsverbot für italienische Gewässer erteilt. Das meldeten italienische Medien unter Berufung auf Quellen im Innenministerium in Rom. Die Betreiber des Rettungsschiffs, die Hilfsorganisation CI, kündigte aber an, dennoch Kurs auf Lampedusa zu nehmen, da dies geografisch der nächste sichere Hafen sei. Die 40 Menschen an Bord wurden vor Libyen aus einem Schlauchboot gerettet. Unter ihnen sind auch ein Baby, zwei Kleinkinder und eine schwangere Frau.